Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Sonderfolge von The Witcher 3, wo wir uns als allererstes mit den Power-Brettern prügeln. So, da hinten haben wir noch irgendwo einen Bogenschützen. Da sitzt er. Komm mal her. Hey, du brennst. So. Hey, der hat mich einfach gehauen. Kontakt. Jetzt reicht's. Ich hasse Schildträger. Brenne. Na komm. That's enough of that. So. Arsch. Thought I was done for. Me hut's always open to you. Das war nett. Meister Topical. Ja. Ein Kräuterhändler. Können wir mit dir reden? Jetzt können wir mit dir reden. Doing all right now? Thanks again. I'd have been mincemeat if it's not for you. Name's Philibert Topical. But everyone calls me Master T. What do you think you need? Shrooms? A bit of herb, perchance? Was hast du denn so? Show me what you got. Wahrscheinlich nichts, was wir brauchen, aber was brauchen wir überhaupt, ist die Frage. Gorgomagen brauchen wir noch. Ich glaube nicht, dass du den hast. Moment. Show me what. Nein. Wer hätte das gedacht? Kein Gorgomagen. Oh gut, wir werden schon noch irgendwann einen finden. So long. Trotzdem vielen Dank. So, das war das erste. Dann machen wir uns... Meine Güte, ich drücke schon wieder konstant die falschen Tasten. Machen wir uns auf zum nächsten Fragezeichen. Denn viel haben wir heute nicht vor. Eigentlich nur... Ja, das bisschen hier. Aber nehmen wir trotzdem natürlich mit. Mal gucken, was uns so erwartet. Ich weiß es nämlich nicht. Vielleicht noch ein, zwei interessante Sachen. Vielleicht aber auch konstant nur irgendwelche Raubritter, die rumnerven, weil sie alle wieder mit Schilden und zwei Handwaffen und hast nicht gesehen ankommen. Na, da fliegt was. Na, du bist... What now, you piece of filth? Double Chance. Hallöchen. Mit dem Schwert geht's wieder nicht gut. Komm runter. Das war einfach. Danke. So, eben mal kurz unser Schwert reparieren. Was hast du? Du hast 90. 90 und 99, das ist doch okay. So, dann zerstören wir mal das Nest. Need to destroy it. Plopp. Hat die Bombe leicht daneben gesetzt, aber... Fisch. Warum auch immer da eine Strickleiter rumliegt. So. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir diesen Punkt erreicht haben. Und gucken mal, was es da denn zu erledigen gibt. Bis gleich. In Anbetracht der Tatsache, dass da noch ein Gabelschwanz rumsteht. Ah ne, diesmal sogar ein ausgewachsener Wyvern. Ja, Außenposten von Drachenmulde. Das ist ein kreativer Name. Komm mal. Braves Viech. Leben. Na komm. Bleib doch einfach auf dem Boden. Was habe ich gerade gesagt? So. Danke dafür, auch wenn mir eine Gorgo immer noch lieber wäre.
So, was haben wir denn hier? Ein Nest oder? Draconid Nest. So. Need to destroy it. Und plopp. Oh, Level up. Nice. Nicht, dass wir es gerade bräuchten, aber nett. Ups. Gekonnt daneben gelandet. Gut. Hätten wir die drei Punkte hier auch schon abgearbeitet. Toll. Hm. Da bin ich ja echt von hier aus, Broadenwick. Oder die hier macht ja keinen Unterschied. Dann gehe ich hier über Bogendorf. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich entsprechend da hinten beim nächsten Punkt angekommen bin. So, als nächstes haben wir... Ach. That stench. Ein Monsternest von Arachnomorphen. Ist ja eklig. Das ist... Ist das größer? Ich hasse diese Viecher. Sehr schön, eingefroren. Yay, Schaden machen die auf jeden Fall. Nervt. Ja. Ich habe auch echt noch keine gute Taktik gegen die Viecher. Außer die irgendwie immer weiter zurückdrängen, bis sie irgendwo andocken. Oder halt Damage traden, aber eigentlich ist Damage traden nicht so geil. Dagegen geht's jetzt noch. Na komm her. Gut. Kann ich hier nicht einfach einen Waldbrand entfachen oder so? Oh, Bärchen. Hm. Jetzt müsste der Bär, wird mir hier nicht so viele Probleme machen. Er hält zwar was aus, aber... So. Ja, Schwert wechseln wieder. Viecher sind nervig. Ja, komm. So, Mist, Viecher. Komm her. So. Meine Fresse. Ja, viel nerviger können... Also, es gibt noch eine Gegnerart, die wir im anderen DLC kennenlernen werden. Die ich persönlich noch ein bisschen nerviger finde. Aber
Es wird schon nicht mehr viel nerviger als die Arachnomorphen. Muss man mal ganz klar so sagen. So. Monster Nest. Best destroyed with a dancing star or grape shot. Jupp. Bumm. So. Dankeschön. Wir hatten aber hier in der Nähe noch einen Punkt. Okay, Nähe ist ein bisschen übertrieben. Wir sehen uns gleich wieder. So, da vorne haben wir einen Golem. Zu einem Genius. Hey, Golem. Hallöchen. Der hält mal wieder viel zu viel aus. Moment. Fangen wir erstmal so an. So, ich bräuchte mal kurz das Konstrukt. Falsch. So. Dann müssen wir mal unseren Schaden aufbauen. Du kannst mir nicht. Du bist zu langsam. Na komm. Es kann sich nur um Stunden handeln. Dazu müssen bauen wir Schaden auf. Ich meine, wir hauen mittlerweile fast 500 Schaden mit einem einfachen leichten Schlag raus. Oh. Okay, wir haben über 500 raus. Über 1000 mit einem schweren Schlag. Halleluja. So, nur nicht treffen lassen, dann wäre unser schöner Schaden nicht dahin. Konnte man nicht... nicht eine Dimeterium-Bombe. So. Vielleicht verringert die irgendwie seine Verteidigung oder sonst. Dimeteriumbomben sind ja eigentlich gut gegen alles, was Magie besitzt. Okay, wir können währenddessen keine Zeichen wirken, aber... Solange wir uns nicht treffen lassen, ist es okay. Dammit. Ein Öl ist übrigens ausgelaufen. Hinter dir. Da war unser schöner Damage Boost hin. Ah, bald ist vorbei hier. So, komm her. Jetzt sagst du, zwei, drei Hits noch. Okay, müssen wir rein noch. Warum halten die Viecher eigentlich immer viel zu viel aus? Ist doch nicht schön. So. Igor des Hades Tagebuch. Ein Notizbuch, das die Forschung dokumentiert, die für die Abhandlung über die Funktion und Konstruktion von Golems basierend auf den Werken von Meister Al-Sur durchgeführt wurde. Verfasst von Igor des Sard.
keine Ahnung, Student an der Akademie von Bernard. Nur ein Teil der Aufzeichnung ist noch vorhanden. In den Sümpfen außerhalb von Vizima habe ich die Überreste eines zerstörten Golems entdeckt. Worte können den Zorn nicht beschreiben, der mich übermannte. Die Ziegemacher, die ganz in der Nähe leben, berichteten mir, dass dieser Akt von Vandalismus von einem weißhaarigen Hexer begangen wurde. Ich hatte schon gehört, dass die Mitglieder dieser Gilde miese Hurensöhne seien, aber dass sie so weit gehen würden... Ich glaube, das ist eine Anspielung an Teil 1, wo wir gegen den Golem gekämpft haben, in den Sümpfen. Mir kam die Idee, dass ich etwas Brauchbares im Archiv der Akademie von Ochsenfurt finden könnte. Unter großen Anstrengungen gelang es mir, den Ponta zu überqueren. Noch einmal in Ochsenfurt eingetroffen, wartete eine unliebsame Überraschung auf mich. Die Akademie war geschlossen. Glücklicherweise half mir ein alter Bekannter, die Akademie dennoch zu betreten. Vielen Dank, Professor Slavoj. So konnte ich einige staubbedeckte Wälzer hervorholen und wurde fündig. Nahe der Stadt Heddel befindet sich ein Turm, der früher angeblich keinem Geringeren als Meister Alsur selbst als Werkstatt gedient hat. Ich habe es zum Turm geschafft. Er ist bewohnt. Ein eher exzentrischer Herr hat ihn zum Brutplatz seines Harpienschwarms auserkoren. Ich sah, wie er ihren Jungen Schweinefleisch zu essen gab. Unvorstellbar. Aber zurück zu unserem Hauptanliegen. Der Turm, den dieser Irre in ein Harpiennest verwandelt hat, mag tatsächlich einmal Alsurs Werkstatt gewesen sein. Das bedeutet, dass dieser Ort, an dem er seine Forschung zu Golems durchgeführt hat, dass dies der Ort ist, an dem er seine Forschung zu Golems durchgeführt hat. Er ist hier. Er steht bewegungslos in einem Steinkreis. Die hiesigen Bauern denken, dass es sich lediglich um einen seltsam geformten Felsen handelt. Doch wie könnten diese Tölpel auch ein Meisterwerk magischer Konstruktion erkennen, wenn sie auf dem Weg sind, ihre Hühner zu füttern? Ich habe bereits einen Blitzerblätter daran angebracht. Eine Schande, dass es hier keine Druiden gibt. Hätte ich nicht in der Unterrichtsstunde über meteorologische Magie geschlafen, würde ich selbst einen Sturm heraufbeschwören. Doch nun bleibt mir nur das Warten, geduldig oder auch nicht. So sitze ich schon so lange auf diesen kalten Steinen und hoffe auf einen Wetterumschwung, dass meine Eingeweide schon langsam einfrieren. Aber jetzt ist es endlich soweit. Ich muss nun mit meinen Notizen aufhören, da die ersten Tropfen auf meine Aufzeichnung fallen und sie verschmieren. In der Ferne grollt schon der Donner. Ich kann meine Begeisterung kaum zügeln. Bald schon wird der Golem wieder leben. Ja, das war ja fast schon gut für dich, würde ich sagen. So, ich habe jetzt einen etwas weiteren Weg vor mir. Aber wir sehen uns dennoch für euch in wenigen Sekunden wieder. So, wir haben die Jägerhütte erreicht, die von einem Bär belagert wird. Nicht den hier in die Bärenfalle locken. Hallo, da, Bärenfalle. Nein, scheinbar nicht. Okay. Na gut, dann hauen wir den Bären halt einfach kaputt. Ja, große Herausforderungen sind Bären halt jetzt leider nicht, vor allem wenn sie brennen. Aber dass ein Jäger von einem Bär, dass die Jägerhütte von einem Bären belagert wird, bitter. Wow, das hat sich ja schon fast gelohnt. Aber gut, da ist der nächste Punkt, ein kleiner See. Na gut, wir sehen uns gleich wieder. So, hier scheint es mal wieder ein Monsternest zu geben. Ein Neckernest. Das Necker so viel aushalten. Ich meine, es sind trotzdem nur 4 Schläge, aber nerven tut's halt. So. Neckers surface hier. Dig their way out. Jupp, deshalb machen wir es kaputt. Aha. Na komm her. Aha. So, was haben wir denn hier? Lecker Stuff. Wow, den brauchen wir wirklich dringend nicht. Sehr schön, das war ja schon fast die Mühe wert. Aber gut, wir haben die Welt ein bisschen sauberer gemacht. So, es bleiben nur noch diese 2 Punkte. Und ich würde sagen, da laufen wir jetzt eben schnell hin. Und gucken mal, was uns...
da vorne erwartet. Hügel von Buchhold. Ah ja. Was für Namen die haben. Ach, mal wieder ein paar Raubritter. Nein, ich krieg dich nicht von links. Okay, vielleicht doch. Oh. So, Nummer 1. So. Ihr seid viel zu viele Jungs. Witness me, brothers! I've no chance alone! Dass die auch alle immer schön am Parieren sind. Nervig. Hoch 10. So. Du bist weg. So. Beide nicht mehr viel. Ey. Geralt. Würdest du den hauen? Danke. Blut halt oder Gifte oder was auch immer. Meine Güte. Immer diese nervigen Ordensritter. Na gut, es bleibt nur noch ein Fragezeichen übrig. Zumindest auf dieser Karte. Und demnach für das DLC. Und das holen wir uns jetzt. Bis gleich. Und zu guter Letzt haben wir noch einen versteckten Schatz. Looks like rain. Der auch von irgendwas wieder bewacht wird. Was haben wir da? Das klingt nach Ertrunkenen. Hüpp. Meine Güte, leidet das Schwert einfach, ey. So. Komm mal her. Danke. Noch ein bisschen mehr. Ist ja ein schöner Schwarm hier aufgetaucht, ey. Ich muss auf jeden Fall gleich mein Schwert nochmal reparieren. Na komm, heim ich mal voll hier. Vielen Dank. Und tschüss. Nervige Mistviecher. Definitiv nervige Mistviecher. So. Wir reparieren unser Schwert. Die Überbleibsel von den Viechern sind jetzt nicht so lohnenswert eigentlich. So, die Frage ist, wo ist der Schatz? Da ist der Schatz. Hallo. Verrosteter Schlüssel und ein mit Blut geschriebener Brief. Brüder, ich schreibe euch nun mit meinem eigenen Blut, damit ihr wisst, welches Schicksal mir widerfahren ist. Ich folgte den Befehlen von M und reiste nach Novigrad, um neue Vorräte aufzunehmen und unsere letzte Fistiklieferung zu verkaufen. Ich ließ meine Männer zusammen mit der Ware und dem Geld auf unserem Boot zurück, während ich zur Strandhütte ging, um dort auf HJs Männer zu warten. Als sie weit nach Einbruch der Dunkelheit eintrafen, hatte einer von ihnen einen Leinensack auf dem Rücken.
Der Sack enthielt jedoch nicht die versprochenen Novigrader Kronen, sondern die Köpfe meiner Männer. Die Halunken wollten wissen, wo sich das Fistek befinden würde. Aber ich erzählte ihnen nur von der Kiste auf dem Schiff, die sie ohne den Schlüssel niemals öffnen können. Meine Wahl, diesen vor meiner Gefangennahme in den Allerwertesten zu stecken, erwies sich als weise, denn sie suchten überall sonst danach. Das klingt nicht leak. Nicht angenehm. Dann verhörten sie mich auf Härteste, doch ich verschwieg die Wahrheit. Stattdessen beharrte ich darauf, dass einer der auf dem Schiff getöteten Männer den Schlüssel besaß und ich nichts weiter als ein Unterhändler sei. Sie wollten mich auf der Stelle töten, doch ihr Anführer hatte im letzten Moment eine andere Idee. Sie sperrten mich in diesem verfluchten Käfig ein, wo ich elendig verhungern und verdursten sollte. Am zweiten Tag meiner Gefangenschaft hörte ich die Schreie meiner Entführer. Ich weiß nicht, ob es real war oder ob ich es mir einbildete, doch es schien, als wären Ertrunkene aus dem Wasser emporgestiegen, um die Hurensöhne bei lebendigem Leibe zu verschlingen. Doch das Problem steht nach wie vor, denn sie, die Hurensöhne, nicht die Ertrunkenen, haben mich so sicher eingesperrt, dass ich nicht weiß, wie ich entkommen soll. Ich habe jetzt 6 Tage hier verbracht. Nach dem 3. Tag verspürte ich kein Hungergefühl mehr und meine Verdauung hat den Dienst eingestellt. Nun träume ich nur noch von etwas Trinkbarem. Ich würde alles Gold der Welt für einen Schluck Wasser geben. Es könnte abgestanden und voller Larven sein, dennoch würde ich es gierig hinunterstürzen. Die letzten Tage habe ich meinen eigenen Urin getrunken, doch den produziere ich nicht länger. Mir bleibt nichts mehr, nicht einmal die Hoffnung. Das Letzte, was mich bei Verstand bleiben lässt, ist die Aufgabe, euch diesen Brief zu schreiben. Lebt wohl. Ah, das ist ja, sehr angenehm gewesen. Gut, gehen wir uns mal das versunkene Schiff angucken, weil die Ertrunkenen haben wir ja erledigt. So, wo haben die denn das Schiff versenkt? Ganz schön weit draußen scheinbar. Manischerweise haben die uns hier im Boot gelassen. Ich habe gerade irgendwie so leichte Flashbacks von Skellige. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber so ist es leider. So. Dann mal flink darüber gesegelt. Und das Boot geborgen. Jetzt in den Schatz. Das Boot selber bergen wäre ein bisschen viel des Guten, glaube ich. Gucken wir mal. Natürlich gibt es hier auch noch Ertrunkene. So. Na komm, Geralt. Ach, willst du wieder nicht tauchen? Danke. Ja, das ist... Ich weiß nicht, warum zwischendurch ist es leicht verbuggt, dass Geralt dann plötzlich nicht mehr tauchen will. Aber die Ertrunkenen haben uns an Bord gezogen, runtergezogen. Also alles gut. Und zufrieden. Sehr schön. Und damit haben wir eigentlich alles erledigt. Mal kurz gucken, nicht, dass wir noch irgendwie eine Schatzsuche offen haben. Doch, haben wir sogar. Das können wir mal noch übernehmen. So, die Frage ist, wo muss ich dafür hin? Ich kann auf jeden Fall hier in den Hafen, beziehungsweise da hinten der Hafen, da ist direkt ein Schnellreisepunkt. Dann können wir das nämlich auch noch machen. Außerdem wollte ich auch eigentlich noch zu einem Rüstungsschmied, um mir mal die ophirischen Klamotten herstellen zu lassen. Aber wir sind ja relativ nah an einem dran. Deshalb gehe ich mal schnell. Guten Tag, guten Tschüss. Ich muss hier durch. Generell, die Redanier haben hier ziemlich viele Leute rumlaufen, ey. Respekt dafür. So. Hallöchen, Herr Rüstungsschmied. Show me what you have in stock. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Wie heißen die Dinger, ist jetzt die Frage. Nicht so faire Schuss, schauen wir hier. So. Machen wir es ganz einfach. You're in luck. Oh, that's fun. So, vielleicht gibt es auch einfach nur keine Handschuhe. Würde mich eigentlich wundern, aber... Assassinen, Axtbeere, Pferden...
Lyrische Lederhose. Oh ja. Ja, komm, Pionier. Vielleicht ist seine Stufe echt nicht hoch genug. Solo. Das sagt doch jetzt. Moment, Quatsch. Handwerk. Da, ophirische Handschuhe. Ja, Meisterrüstung Schmied. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Yippie-yay. Dann müssen wir wohl mal zu Joanna. Aber erstmal gucken wir kurz, wo wir uns zuerst natürlich den Schatz. Wo liegt der denn? Hinten im Moldavia-Anwesen. Das ist doch gut. Da kommen wir ja schnell hin. So. Mal wieder tauchen. Jetzt will er auch einmal auch wieder. Ich verstehe Geralt nicht. Alter, ist das hier dunkel. Die Frage ist, wo ist dieser Schatz? Ich sehe nämlich nichts leuchten. Ach, da. Ist ja einfach. Da ist er. Ja, das sind auf jeden Fall einiges an Orien gewesen. Sehr schön. Danke dafür. Und wir sind wieder weg. Wir haben nämlich noch was zu tun. Das ist jetzt... Achso. Ich dachte gerade schon, hä? Das ist jetzt zwar nur eine Kleinigkeit für uns, aber das passt hier doch noch rein. Gehen wir nämlich jetzt zu Joanna, lassen uns die ganzen ophirischen Klamotten craften, ziehen die einmal an und sollten dann mit einem kleinen Achievement belohnt werden. Hoffentlich. Ja, Mahlzeit. So. Ich verstehe immer noch nicht, warum die den Schnellreisepunkt nicht oben reingesetzt haben. Das wäre viel angenehmer gewesen. Aber gut. Da habe ich mich ja schon zur Genüge drüber aufgeregt. So, Joanna. Hallo. Geralt. Mahlzeit. Need some harp. So. Wenn du sie nicht craften kannst, dann keiner. Deswegen braucht man Level 39 dafür, Halleluja. Und für die Vipern 40. Ah, Vipern ist natürlich mittelschwer, schade aber auch. Aber die sind gut. Muss man sagen. Muss man definitiv sagen. So. Ophirische Hosen. Ophirische, keine Ahnung wie die Dinger heißen. Schuppenrüstung. Aha. Und natürlich brauchen wir natürlich auch ophirische Stiefel. So, und ein weiteres Level up. Aber das kriegen wir im Laufe der Zeit. Na gut. Take care now. Dann würde ich sagen, haben wir hier irgendwo in der Nähe einen Friseur? Schade. Na gut, dann belassen wir es jetzt aktuell erstmal dabei. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir zur Hütte des Kräuterkundlers und gucken mal, was diese ominöse Person uns denn da vorgeschlagen hat, beziehungsweise anbieten möchte. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, Freunde.